Okay, ich bin andererseits, ich bin in dieser schönen Stadt seit 10, 11 Jahren lebe ich davon, dass ich Straßenmusik mache, also speziell gesagt S-Bahn-Musik. S-Bahn-Musik hat einen enormen Vorteil gegenüber Straßenmusik. Die Leute können nicht weglaufen. Das ist nämlich enorm praktisch, weil wenn du dich irgendwo auf die Straße stellst und da dein Liedchen trällerst, laufen die Leute völlig gestresst und gehetzt an dir vorbei und kriegen Büsch mit, egal ob es ihnen eigentlich gefallen hätte oder nicht. Wenn die in der S-Bahn sitzen und ich mich dazu stelle und was spiele, können sie natürlich auch sagen, dass ihnen nicht passt, dann höre ich auch auf, schöne Sache. Aber in erster Linie müssen sie sich erstmal ein Bild darüber machen, finde ich das gut, finde ich das nicht gut. Und danach können sie mir immer noch sagen, dass ich das scheiße finde und dass ich ein Arschloch bin und mich gefälligst verpissen soll. Mache ich dann ja auch. Okay, andererseits, wie gesagt, der Name, das heißt, ich widerspreche. Ich widerspreche vorzugsweise allen und allem, die mir irgendetwas erzählen. Und immer wieder mal bei Gelegenheit quasi zweitliebst mir selbst. Und der nächste Song ist so einer von denen, ja, meine Güte. Ich tue so, als wäre ich selbstkritisch. Eigentlich haue ich den Leuten bloß eins in die Fresse. Das ist ja eigentlich auch machend, finde ich. Der Käfig. Vielleicht findet ihr euch wieder, ich hoffe nicht. Der Käfig ist von innen abgeschlossen und den Schlüssel haben wir bloß verliebt. Blöderweise dann auch noch vergessen, dass es ihn gibt. Los, wir gehen hier jetzt mal raus und riskieren Blick. Wahrscheinlich wird's geil und wir wollen nicht mehr zurück. Wir wollen, weil wir auch wissen, wie Sonne schmeckt, wenn wir uns ständig in Schatten verstecken. Mein Nachbar, der Herr Meier, hat einen Stock im Arsch. Der Mann tut mir wirklich leid. Der läuft durchs Leben mit eingezogenem Kopf und behauptet, er wisse Bescheid. Da ist er sich dann einig mit Frau Schmitz von nebenan. Das ist auch so eine, der Mensch's nicht recht machen kann. Die missbilligt alles und jeden und ist doch bloß ein armes Schwein. Sitzt nachts mit ihren Ängsten dann allein. Der Käfig ist von innen abgeschlossen und den Schlüssel haben wir bloß verlegt. Blöderweise dann auch noch vergessen, dass es ihn gibt. Los, wir gehen hier jetzt mal raus und riskieren Blick. Wahrscheinlich wird's geil und wir wollen nicht mehr zurück. Wir wollen dann auch wissen, wie Sonne schmeckt, wenn wir uns ständig in Schatten verstecken. Die Müller gegenüber rennt auf ihrem Balkon, steht des Morgens auf und zupft an ihren Pflanzen rum. Manchmal hilft ihr Mann, dann zupfen sie zu zweit ihrem Kampf gegen die Trostlosigkeit. Der Käfig ist von innen abgeschlossen und den Schlüssel haben wir bloß verliebt. Blöderweise dann auch noch vergessen, dass es ihn gibt. Los, wir gehen hier jetzt mal raus und riskieren Blick. Wahrscheinlich wird's geil und wir wollen nicht mehr zurück. Wir wollen, weil wir auch wissen, wie Sonne schmeckt, wenn wir uns ständig in Schatten verstecken. Stück die Straße runter wohnt ein junges Paar, die schubbern sich in Arsch ab, denn ihnen ist klar, wollen sie weiterhin halbwegs feines Leben führen, müssen sie sich beständig optimieren. Zwischen Yoga, Selbsterfahrung und Burnout haben sie sich's Leben versaut. Die glauben an die Verhältnisse und werden von ihnen gefressen, ihre Wut von früher haben sie längst vergessen. Der Käfig ist von innen abgeschlossen und den Schlüssel haben wir bloß verliebt. Blöderweise dann auch noch vergessen, dass es ihn gibt.
Los, wir gehen hier jetzt mal raus und dann laufen wir ein Stück. Wahrscheinlich wird's geil und wir wollen nicht mehr zurück. Wie wollen wir denn auch wissen, wie die Sonne scheint, wenn wir uns ständig in Schatten verstecken? Dankeschön. Scheiße, schon wieder eine Wespe drin. Hat jemand ein Glas für mich oder einen Becher? Okay, nein, habe ich Pech gehabt. Ist das normal?